Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr gerade meiner Konsole seht, lasse ich einen Prozess oder etwas dergleichen durchlaufen und der nimmt ganz schön Zeit in Anspruch. Der Prozess oder die Funktion hier ist eine Propriety OS Copy Simulation. Ah, fertig, na endlich. Wie lange hat das jetzt eigentlich gedauert? Messen wir es doch einfach mal. Time Perf Counter T Start Time Perf Counter minus T Start das Ganze mal 1,0 E minus 9, das Ganze schön abgeklammert und das lassen wir uns ausprinten. So. Time ist ein Built-in-Paket von Python, das wir über pip-install entsprechend also nicht nachträglich installieren müssen. 60%, 70%. Es fühlt sich so an, als würde ich unter einem proprietären Betriebssystem etwas kopieren. Er ist fertig, aber irgendwie auch nicht. Jetzt ist er fertig. Nach 19,39 Sekunden. So. Dieses Time-Paket bietet verschiedene Möglichkeiten an, Zeit zu speichern. Zeit abzurufen. Da ist einmal time.time und auch time.time nanoseconds. Das ist, was dieses ns da hinten dran bedeuten soll. Auch das time.time nanoseconds wird einen ähnlichen Wert gleich fabrizieren. Time.time gibt uns die sogenannte Unix-Zeit seit Epoch zurück. Epoch ist der 1. Januar 1970. Um 0 Uhr, 0 Minuten, 0 Sekunden, zumindest unter den meisten Linux-Betriebssystemen und auch unter Windows. Und stellt, das ist Epoch und Time.time gibt uns die Anzahl an Sekunden zurück, die seit Epoch bis jetzt vergangen sind. Also dabei handelt es sich tatsächlich um die nackte Uhrzeit. Fast die Unix-Zeit kennt keine Schaltsekunden. Sie ist also der tatsächlichen Uhrzeit hinterher. Oder voraus? Nein, Quatsch, voraus. Wie dem auch sei, sind nicht exakt gleich, aber so gut wie. So, also Time.time oder statt in Sekunden in Nanosekunden, also underscore ns, gibt uns also die Zeit zurück. Wenn wir aber wirklich Performance messen möchten, dann nehmen wir den Perf-Counter, den Performance-Counter. Gibt es noch andere Optionen, kann man sich in der Dokumentation alles zu Genüge tun, aber das hier, das ist der Allrounder. Den wollt ihr vermutlich, wenn ihr sonst nicht wisst, welchen Timer ihr haben wollt. Für alle anderen, da gibt es noch Thread und Process und die, die es brauchen, werden schon finden, was sie brauchen. Aber ansonsten, das ist die typische Wahl. Einfach nur, wenn ich habe etwas geschrieben und ich möchte mal gucken, wie performt das, wie viel Rechenzeit beansprucht zum Beispiel eine Propriety OS Copy Simulation. Gucken wir noch mal ganz kurz rein, was diese Propriety OS Copy Simulation macht. Hier, 100 mal, das hier sind übrigens 10 Millionen, also 100 Millionen, also sie macht 100, sie macht 10 Milliarden mal nichts und dokumentiert dabei fleißig den Fortschritt. Und am Ende, wenn sie eigentlich fertig ist, schläft sie dann noch mal 3 Sekunden. Die perfekte Simulation, wenn ihr mich fragt. Wie dem auch sei. Wer ein bisschen rumgoogelt nach, wie misst man die Rechenzeit von Algorithmen in Python, der wird häufig eher über das Paket Timeit gestolpert sein. Timeit ist sehr zu empfehlen und eignet sich insbesondere dann sehr gut, wenn man eine Funktion zur Hand hat, die durch funktionale Programmierung entstanden ist. In allen anderen Fällen finde ich es nicht wirklich komfortabel. Im Englischen würde man sagen, nicht convenient. Das hier ist besser. Das folgt auch mehr dem TikTok-Regime, das man in MATLAB zum Beispiel vorfindet. Dort gibt es die Funktion Tick und Tock und MATLAB gibt dann nach Abschluss von Tock zurück die Systemzeit, die der Code dazwischen in Anspruch genommen hat. Nun können wir aber unter Python noch etwas richtig Cooles machen. Wir können uns diese schnöden, etwas gerade schon zu hässlich geratenen Codeschnipsel ersetzen durch eine etwas cleverere Klasse. Machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. Und zwar basteln wir uns da mal eine Klasse, die nennen wir Timer.
Und die soll ein paar Felder haben. Sagen wir mal zum Beispiel, huch, diese Felder da. Der Timer, der bekommt einen Namen. Dann Time.Time. Es gibt einen Start und es gibt einen Abschluss. Es gibt einen Stop oder einfach, es gibt dann die Differenz von Start und Stop. Das ist dann Time. Dann Perf und eine Logging Func oder eine Logger Func. So, unsere Klasse braucht natürlich eine Initialisierung. Die nimmt erstmal nur den Namen an und legt den ab. So, die Initialisierung als solche startet noch keine Zeitmessung, sondern dafür etablieren wir uns eine Funktion, nennen wir sie mal Start. So, was macht Start? Start nimmt eine Logger-Funktion an, optional, darf aber auch none sein, also ich muss nicht zwingend etwas übergeben. Diese Logger-Funk sollte ein String annehmen und muss nicht notwendigerweise irgendwas zurückgeben. Ach so, ja, das hätte auch ein Callable sein sollen. Hahaha. Das heißt, Callable fehlt mir ja hier oben noch. Dann tragen wir das mal eben nach. So, Callable. Also, die Logger-Funk ist optional. Es ist eine aufrufbare Funktion. Sie nimmt ein String an und gibt nichts zurück und ist per Default erstmal gar nichts. Und insgesamt gibt der Start eine Instanz Timer zurück. So, wenn die Loggerfunk nicht none ist, sondern wenn die Loggerfunktion none ist, dann wird sie stattdessen auf Print gesetzt. Print ist ein Callable, das ein String annimmt und nichts zurückgibt. So, Perf Start, Time Start. Wir holen uns vom Time-Paket einmal den Perf Counter NS und wir holen uns von Time NS und wir legen die Loggerfunk ab. Egal, ob sie jetzt etwas von Hand übergeben ist oder einfach die defaultmäßig mit Print designierte Funktion ist. Und am Ende geben wir Self zurück. Und auf jeden Start sollte passenderweise auch ein entsprechender Stop folgen. Was macht Stop? Stop speichert jetzt unter Perf-Time noch einmal die von Perf-Counter abgeholte Zeit abzüglich Perf-Start, also die Differenz seit Start bezüglich Perf und entsprechend auch Time, die Differenz und unter Time seit Time-Start. Und am Ende soll die Logger-Function ein String zurückgeben, ein String, der aus der Self-Instanz heraus gebildet wird. Das heißt, wir müssen auch die String-Function überladen. So, hier ist jetzt ein bisschen viel, aber macht ja auch nichts. So, die String-Function, die nimmt erst einmal Self wieder an. Sie nimmt ein Bool an, ob ich jetzt Sekunden oder Nanosekunden haben möchte. Ja, da wird hier ein Faktor gesetzt, der ist dann 1.0 und dann ist die Unit ist die Einheit ist Nanosekunden oder printsec ist var, dann wird der Faktor auf 1e minus 9 gesetzt, um von Nanosekunden auf Sekunden zu kommen. Steht da NS? Huch. Unit. Und die Unit wird entsprechend auf Sekunden gesetzt. Und dann gibt es noch eine zweite boolsche Flag, die da sagt print time, die also sagt, ob ich, die also fragt, möchte ich jetzt time oder perf zurückgegeben haben. Default ist sie falsch, das heißt also Perf wird bevorzugt, aber entsprechend wird dann einfach hier out ist der String, den wir unten zurückgeben, wird dann angehangen, wie viel Zeit ein Prozess plus Unit gebraucht hat, Sekunden oder Nanosekunden, entweder in Time oder in Perf. Das heißt, wenn der Prozess schon zu Ende ist, wenn er noch nicht zu Ende ist, dann wird einfach nur angehangen, wann er gestartet hat. Ja, started Time, started Perf, Pref. Started Perf. So. Und überhaupt am Anfang out wird ja auf jeden Fall erstmal mit dem Namen des Timers gesetzt. So, das ist also der String, der gebaut wird und der nach Stop zurückgegeben wird. Und damit können wir jetzt also schon hier damit können wir hier den Code also ein bisschen aufhübschen. Und wir können jetzt hier einfach direkt Timer.Start aufrufen, weil Start wird ja das Self eh nochmal zurückgeben. Also tStart wird dann hier mit der Instanz, die Klasse Timer erzeugt, assigned. Und dann können wir hier unten einfach am Ende sagen tStart, bei dann hier vielleicht der Name tInst für Instanz, tInst.Stop. So, an der Stelle kann man mir sagen, was man möchte, aber das sieht doch schon viel hübscher aus, als es vor 2 Sekunden davor aussah. Und die Funktionalität aber hat sich jetzt nicht grundlegend geändert.
Unsere Copy-Simulation, unsere Kopiersimulation läuft einmal durch. Halbzeit. Ja, große Dateien kopieren, ja, das ist ein Spaß. So, MP3s auf den MP3-Player vielleicht. Und diese letzten 3 Sekunden. Eins, zwei, ah da. So, Timer, Copy-Timer, took perf 21 Sekunden. Wunderbar. Jetzt gibt es noch den allerletzten Winkelzug, den ich euch zeigen möchte, der das Ganze nochmal wirklich anhebt und nochmal ein bisschen verschönert und nochmal einen kleinen Tick nützlicher macht. Und zwar fügen wir zusätzliche Funktionen hinzu. Die Funktion Enter, die nichts anderes macht, sie hat im Wesentlichen dasselbe Interface wie auch Start. Und genau das tut sie. Sie ruft einfach Start auf. Sind wir, oh, wir sind noch diesseits der Linie. Wunderschön. Die Linie heißt übrigens, glaube ich, 100 Zeichen oder so. Python-Skripte sollen nicht breiter sein als 100 Zeichen oder 110 Zeichen oder so. Diese Linie hier sagt, wie lang eine Zeile nach der PEP 8 sein sollte. Und gegenüber dem Enter, dem Enter gegenüber steht das Exit, die auch nichts anderes macht als Stop aufrufen. Aber mit Enter und Exit, man sieht ja hier schon den doppelten Unterstrich, man sagt auch dann da, können wir jetzt hingehen und können sagen, with Timer, das Punkt Start können wir uns sparen, as t-inst, und jetzt brauchen wir nicht mal mehr das Stop. Ja, sobald der with-Block betreten wird, wird das Enter aufgerufen und danach wird eh das Stop aufgerufen. Wir können aber hier mal zum Spaß einfach das t-inst auch mal ausprinten lassen. So. Wumms. Jetzt sieht man schon hier oben, Timer, Copy Timer, startet. Ja, jetzt steht da nicht took, jetzt steht da startet, startet hier. Bei Time bekomme ich die Zeit seit Epoch bei Perf. Wenn ich Perf noch einmal aufrufe, bekomme ich irgendwas. Das Betriebssystem hat irgendwann angefangen bei 0 zu zählen, aufwärts, und das startet auch immer wieder mal neu. Insofern, ein Aufruf von Perf bedeutet erstmal noch gar nichts. Das ist völlig interpretationsfrei. Erst ganz am Ende, wenn man sich die Differenz zweier Perf-Aufrufe anguckt, erst das hat wirklich eine interpretationsfähige Bedeutung, nämlich die Zeit, die mein Skript, die meine Kopiervorgang, meine Kopiersimulation tatsächlich in Anspruch genommen hat. Aber ich muss mir hier über das S, das muss ich mir nicht abholen. With Timer reicht auch völlig aus, wenn ich jetzt nur wissen möchte, wie lange hat dieser Kopiervorgang gedauert oder wie lange wird er gedauert haben. 30%, 40%, 50%, 60, 70. Die MP3 sind fast drüben. 90. Die letzten 3 Sekunden. Und da sind wir. Timer, Copy Timer, took perf 19,6 Sekunden. Das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Ich werde diesen Code bei GitLab hochladen, und ihr seht es dann unten in der Beschreibung, den Link, der euch zu dem Repository führt. Habt vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach ja, und wenn euch gefällt, was ihr seht, denkt auch über ein Abonnement nach. Ein Abonnement dieses Kanals.